Herzliches Willkommen zurück. Juhu! Bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. März-Ultra-Einstellungen und auf UHD. Auf 2K. Ja, am PC. Ich bin von der Gameplays.hobby und ja, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und hoffe, ihr guckt auch Kopfhörer. Da klingt der Sound einfach besser. Immer wieder sage ich das mal so mittendrin in irgendwelchen Let's Plays. Es ist einfach wirklich so. Und man taucht eher in das Spiel ein, als wenn man so einfach zuguckt über Boxen oder sowas. Früher, wie ich mit meiner Freundin bei meinen Eltern noch war, also wenn, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, meine Freundin war dort, da hatten wir immer über Kopfhörer Filme geguckt. Ich hatte extra so einen Adapter gekauft, dass man zwei Kopfhörer in einen Kopfhörerstecker, sage ich jetzt mal, reinstecken konnte. Hat jeder ein paar Kopfhörer auf und da haben wir Filme geguckt. Meine Güte, das war ein Erlebnis, das war schon echt cool. Man ist echt viel intensiver in den Film mit eingebunden. Und kriegt die Sachen ganz anders mit und wahr, als wenn man sie so normal guckt, selbst mit Surround Sound oder sowas, es kommt einfach nicht hinterher. Also das war schon echt heftig. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Okay, nach so einem Vogelnest wollte ich hier hinten nochmal gucken. Hier hinten habe ich nämlich noch nicht danach geschaut. Die ganzen Dschungelsachen hier stören mich so ein bisschen beim Gucken. Da! 3 von 4. Okay, ich glaube, das war es nämlich hier. Und das letzte ist nämlich woanders, soweit ich noch von meiner Freundin aus weiß. So, dann gehen wir mal hier rüber. Da wollen wir nicht runterfallen. So. Nochmal ein paar Halogene. Irgendwann können wir auch irgendwo da runter. Genau, da ist eine Kletterwand. Aber wir können ja noch nicht. Miguel! Miguel! Oder Miguel. Das gefällt mir gar nicht. Oh. Miguel? Wo bist du? Oh nein. Seine Schuhe und Blut. Miguel? Miguel? Möchte ich hier überhaupt schon lang? Wir haben zumindest eine Vogelnest nicht gespeichert. Ich meine, das ist jetzt kein Weltuntergang, aber das ist schnell wieder geholt. So, die Blutspur geht nach da. Das heißt, wir gehen mal hier lang. Hier haben wir zumindest nochmal ein bisschen Leder und eventuell, genau, Öl. Und hier haben wir ein Buch. Sisi Miete, Beschreibung eines Monsters. Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisi Miete, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Na toll. Da laufen wir doch gerne als Frau hier allein durch den Dschungel. Klingt doch schon mal sehr beruhigend, nachdem wir hier die Blutspur gesehen haben. Die Leuchtfackel können wir nicht mitnehmen, ne? Blöd. Miguel, wo bist du? Also ehrlich, wenn man die Schuhe schon so verliert und das mit so Blut verschmiert, dann ist es mit Sicherheit nicht gut ausgegangen. Oh, hier haben wir Holz. Miguel!
Hier komme ich doch nie wieder hoch, oder? Nicht ohne Kletteraxt. Na, supi. Ich laufe mal ein bisschen langsamer. Und renn mal nicht. Oh. Okay, scheint etwas zu stinken. Oh, das ist viel Blut. Ich glaube, unser lieber Freund und Pilot Miguel lebt nicht mehr. Oh. Oh, sehr lecker. Guten Tag. Zuschauer haben wir auch schon. Ach komm, du hast doch gar keinen Hunger mehr. Du hast doch gerade gegessen. Die jagen niemals allein. Mein Bogen. Konnte ich durch die Federn überhaupt was sehen? Oh, da ist so ein Nest. Heilige Scheiße. Na toll. Einmal das hier. Sie läuft schon langsam, das heißt, hier könnte was passieren. Ausweichen klappt nicht gerade. Ach, guck an, hier ist nochmal so ein Ding. Vorsichtig sein. Ach nee. Komm, ihr könntet mir doch mal helfen hier. Ich kann die ja schießen. Und die fallen dann da dahinter runter. Das bringt mir überhaupt nichts. Ganz ehrlich, ich will nicht. Mumu Mia. Na, als ob ich das überleben würde. Da sieht die Grafik Hammer aus. Ich lenke mich mal ein bisschen ab. Ich kann nicht hüpfen, ich kann nicht ausweichen. Was kann ich überhaupt? Außer ziehen und schleichen. Zum Sammeln gibt es hier gerade auch nichts. Boah, hat der Vogel mich von hinten gerade erschreckt, ey. Hüpf einfach runter. Das ist es. Es funktioniert.
Sag mal, wie viel hält er denn aus? Während ich das andere 50 Mal abgeschossen habe, ey. Boah, was ein riesen Kopf, ey. Sich mein Geruch gemerkt? Oh Gott, schön. Nimm sogar sein Pärchen mit. Oder Partner. Stink ich so sehr, dass er mich nicht angreifen wollte gerade? Oh, harte Land und Jonah finden. Heilen. Drücken Sie auf 1, um sich zu heilen. Herstellen erfordert medizinische Kräuter. Hey, gibt's Feder. Ha, wir haben es geschafft. Juhu. Wir haben sehr viele Federn. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich soll mich wohl heilen, wie es aussieht. Die läuft nämlich so, als wäre irgendwas. Aber es passt mir gerade so gut, diese Geschwindigkeit. Dann kann ich mich ordentlich gucken. Hier liegt zum Beispiel Stoff rum. Den Stoff hätte ich jetzt total übersehen. Manchmal ist es gar nicht so verkehrt, wenn man hier so langsam läuft. Dann kann man wenigstens auch einige Sachen sehen und finden. Wir haben ja sowieso generell schon weniger Ressourcen zu finden, soweit ich weiß. Auf sehr schwer. Hier haben wir zum Beispiel Holz, das ist gut, das geht bei uns leer. Da haben wir nochmal Stoff. Ich brauche Stoff. Okay, oh, von oben ist wohl irgendwie nichts. Hier haben wir nochmal ein paar Bären. Da hinten liegen sogar ein paar Totenköpfe. Hier haben wir nochmal Holz. Sehr schön. Ich glaube, da geht's hoch. Da haben wir auch noch Holz. Das können wir alles gebrauchen. Da haben wir noch ein paar Bären. Es hat ja einen Vorteil, wenn man so rumguckt und so langsam läuft. Da wird es eigentlich schlecht bei mir beim Zugucken. So, ich würde jetzt mal sagen, das war's. Dann können wir uns mal heilen. Ein Fähigkeitspunkt. Oh, doch nicht. Da ist noch Stoff. Sehr gut versteckt. Also den Züppel, wie soll man den erkennen, wenn man kein Glück hat? Da komme ich bestimmt nicht hoch. Da auch nicht. Okay, dann bleibt uns ja nur dieser Weg hier, was ja wahrscheinlich. Jupp, sieht ganz danach aus. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht aus irgendeiner Ecke geflitzt hier. Haben wir irgendetwas in der Nähe zu finden? Nein. Wo ist das? Ach so, wir kommen gerade von hier. Okay, dann das heißt, dann kommen wir da erst überhaupt noch hin. Oh, noch ein Teil des Flugzeugs. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Jonah, Bubu!
Wo bist du? Ah, oh, schönes, kaltes, klares Wasser. Okay. Okay, hier muss ich ja wohl lang. Nehme ich mal an. Eine Stoffkiste. Und eine Rolle. Was für eine Rolle? Checks Tagebuch 3. Eine Seite aus Check. Felswirt Expeditionstagebuch. 6. Juni. Vater zeigt sich uns gegenüber enthusiastischer denn je. Aber ich habe Zweifel. Einmal habe ich mitten in der Nacht beobachtet, wie das Weiß seiner Augen das Mondlicht widerspiegelte und sein leerer Blick auf den Sternen ruhte. Hätte er mir nicht früher all diese Geschichten über den Amazonas erzählt, würde ich sagen, dieser Blick war voller Bedauern, wenn nicht sogar Trauer gewesen. Aber vielleicht stören ihn ja auch nur die Insekten, die immer wieder einen Weg durch unsere Moskitonetze finden. Die stören zu 100%. Aber ob es das wirklich war, weiß ich nicht. Aber die stören zu 100% mit Sicherheit. So. Können wir da hochklettern? Tatsächlich. Machen wir jetzt aber nicht. Wir gucken erstmal hier nach. Oder doch, wir gehen erstmal hoch. Können wir auch von hier aus. So wie es ausschaut. Erstmal schon noch. Flugzeug. Jonah, bist du da? Wow. Nee, da wollen wir auch wieder nicht runterfallen. Ich bin immer wieder fasziniert von diesem Level-Design, ey. Meine Kletteraxt. Juhu. Hey, Jonah. Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey. Ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Lecker. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli?
Mein Cousin hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Hat London. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Kuvak Jako finden. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte herausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Okay, ich setz wohl keinen Fuß mehr ins Wasser. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvak Jako, okay? Ja. So, jetzt hör auf zu... Wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. So, hört jetzt mal auf zu quatschen. Ich will endlich mal das Lager hier aktivieren. Beziehungsweise da hinten, das sammle ich noch ein. Oh, Holz. Kann ich auch immer mal wieder gebrauchen. Sehr schön. Okay, wir speichern erstmal. Immerhin haben wir den Jaguar besiegt. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Genau. Und demnach machen wir jetzt eine kurze Pause. Und zwar, wir sind schon über die 20 Minuten, glaube ich. Und ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession und wir haben den Jaguar besiegt. Yay, ohne einmal zu sterben. Ich glaube, einmal hat er uns kurz erwischt, aber danach hat er uns kein einziges Mal mehr erwischt. Das war cool. Haben wir gut hingekriegt, super. Gefällt mir. Und ja, ich bin von Löhr. Gameplays als Hobby und ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und ein Abo. Oder... Sprich mich weiter um. Wie auch immer. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich, wie gesagt, beim nächsten Teil wieder oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall viel Spaß noch. Auf Wiedersehen. Tschüss.